Hallo Römer-Team-Freunde, ich glaube, mein Dings ist schon wieder nicht angenommen, oder? Doch, mein Sound ist da, okay. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Pokémon Blattgrün, ich bin Pokémon Center. Und wir gehen weiter auf dieser Route voran. Wir schreiten voran. Hallo. Hey, Dennis. Wenn wir gewinnen, heiraten wir. Oh, scheiße. Das ist unlucky, ihr werdet niemals eure Hochzeit feiern können. Das ist nicht gut. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid, liebe Gegner. Sarah und Dennis. Ja. Tut mir echt ein bisschen leid. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ach komm. Musste Tauboga unbedingt vergiftet werden. Ich hätte mir Gegengift mal kaufen sollen. Scheiße. Habe ich jetzt vergessen mitzunehmen. Oder zu holen in der Stadt, als ich eben Dings war, im Pokémon Center. Aber okay. Machen wir mal Nachtnebel auf Nidoran weiblich und Aeroass auf Nidoran männlich. Das ist besiegt und das Nidoran weiblich dürfte eigentlich auch besiegt sein, oder? Komm. Komm. Yes. Schön. Sehr schön. Und kein Level-Up, schade. Kein. Aber warum nur? Ja, das, würde mich echt belasten, wenn ich ihr wäre. Aber gut. Wir setzen mal Nidoking an den Anfang. Wir kämpfen jetzt gegen ein schönes Relaxo. Diese Pokeflöte spielen. Relaxo ist aufgewacht. Ich muss mal kurz mein Mikrofon zurecht drücken, so. Es ist brummig und greift verschlafen an. Relaxo Level 30. Dieses Relaxo werden wir fangen, einfach nur für den Pokédex. Und ich habe halt Nidoking am Anfang gesetzt wegen Doppelkick, weil das am meisten Damage machen sollte, eigentlich. Und wir es so ganz gut runterpocken können. Alter. Und danach werde ich zu Nebula wechseln, damit wir es einschläfern lassen können. Schnarcher. Du bist nicht eingepennt, Alter. Nein, scheiße, das könnte zu viel Damage sein. Ich wollte eigentlich Hornattacke nehmen. Verdammt. Bitte, lass es überleben. Okay, nice. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Pokémon Nebulak. Du bist dran. Kopfnuss. Sehr schön. Gleich könnte er halt Schnarcher einsetzen, wenn er jetzt... Oh nein, komm schon. Er darf halt nur nicht Erholung einsetzen. Weil dann müssen wir nochmal komplett runterpocken. Okay, Relaxo schläft schon mal. Wir haben gar nicht so viele Bälle, glaube ich, ne? Echt jetzt? Ach komm, echt jetzt? For real? Aber es ist eingebannt. Dann wechseln wir wieder auf Nidoking zurück. Es wird ein anstrengender Kampf, Leute. Es wird ein anstrengender Kampf. Okay, wieder doppelt. Jetzt sitze ich unten. Warum? Mein Daumen ist schneller, also als mein Hirn. Ja. So, gleich noch einmal Doppelkick, dann dürfte das eigentlich. Ist aufgewacht, echt jetzt? Und ich werde jetzt nicht mehr wechseln, glaube ich. Weil die Gefahr einfach zu groß ist, dass Relaxo einfach chillig Erholung einsetzt. Und das wäre halt. Das ist halt dumm. Das ist halt doof. Gähner. Jetzt schläft gleich Nidoking ein. Wirklich. Komm schon. nicht Pokémon, nein. Beutel. Wir haben kaum Bälle, alles klar. Wir werfen Superball. Es könnte sein, dass das halt echt nicht funktioniert hier. Oh, ich dachte gerade, oh, wäre das geil geworden. Wenn wir instant Relaxo gefangen hätten. Scheiß die Wand, dann wäre das gut. Aber okay. Ich habe eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Okay. Oh Mann. Einen Moment, ich muss mal eben bei Discord jemandem schreiben. So. Kampf. Doppelkick. Komm, wach auf. Oh Mann.
Es wird anstrengend, Leute. Es wird anstrengend. Ich war erst am Überlegen, ob ich Relaxo mit ins Team aufnehmen werde. Aber ich habe es dann doch gelassen. Weil ich mir so dachte, nee, komm. Ist nicht so nötig. Ist nicht so krass, ein Relaxo dabei zu haben. Ist schon gut, ja. Relaxo ist strong. Vor allem so ein fetter Tank, sag ich mal. Gute Werte und gute KP. Aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, das möchte ich unbedingt in meinem Team haben, dieses Pokémon. Deswegen habe ich mich dann doch umentschieden für ein anderes Pokémon. Und ja, hält mich aber, Alter, nicht davon ab. Ja, nächstes Pokémon. Komm, Nebulak. Er hält mich aber nicht davon ab, ein Relaxo zu fangen. Komm, Hypnose. Warum nicht? Wehe. Wirklich. Wirklich. Leute, das wird, ich glaube, das wird den ganzen Part dauern, bis wir das Relaxo gefangen haben. Ich hab's echt im Urin. Das wird ewig dauern. Ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen auf Flucht komme. Das wäre echt ätzend. Das wäre einfach schlimm. So, Doppelkick. Obwohl, es wäre nicht so schlimm, weil wir haben ja noch, ich glaube, zwei oder ein Relaxo gibt es auf jeden Fall noch. Was man sich halt holen könnte. Später. Alter, du hast... Dein Ernst? Relaxo, dein Ernst? Ach man. Aber... Ja. Wäre halt schon gut, wenn wir es jetzt hier kriegen würden. Dann könnten wir die nächsten Relaxos einfach chillig besiegen. Erstmal richtig. Irgendwie sitze ich nicht richtig, habe ich das Gefühl. Aber egal. Aua. Weiter runter hauen. Ich weiß nicht, ob eine Hornattacke. Doch, bringt es einen roten Bereich, schätze. Doch, doch, doch. Ich setz mal lieber. Komm, Supertrank ein. Vorsichtshalber. Relaxo ist aufgewacht, alles klar. Kopfnuss. Ja, komm. Als ob es gerochen hat, dass es aufwacht. Komm, noch ein Supertrank hinterher. Oh, Leute. Das würde ein anstrengender Kampf hier. Oh, Alter. Ich hasse Erholung, ne? Es ist halt so schlimm gegen Relaxo. Das ist so nervig. Es ist so nervig. Einfach nervig. Wenn ich normal spielen würde, auf Emulator und so hier, würde ich halt die ganze Zeit vorspulen. Aber das will ich euch im Let's Play nicht antun. Ich glaube, einen Doppelkick könnte ich sogar noch durchbringen, oder? Ich glaube, ich mache es einfach. In der Hoffnung, dass es nicht besiegt. Es wird besiegt, oder? Okay. Ja, gut. Das jetzt, ne, nicht so geil, aber okay. Gut, Leute, das war's hiermit. Kein Relaxo für uns. Hat sich wieder, Relaxo hat sich wieder beruhigt. Es gähnt und läuft in die Berge zurück. Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen unlucky, aber naja. Ist halt so. So, hier gibt's doch irgendwie, gibt's hier nicht, da gibt's einen Assistenten. Ich suche nach Nidorina. Tausch es gegen Nid, nein. Hallo. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eis, Assistent. Wenn du mindestens 30 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Detektor. Also, ja, habe ich. Oh, nee, wir haben 25 erst. Wir brauchen Detektor eh nicht. Brauchen wir nicht. Aber was wir machen, wir werden jetzt von hier aus, einmal in die Stadt rennen, um uns ins Pokémon Center zu begeben. Weil Tauboga gerade echt ein bisschen am Arsch ist. Danach werden wir uns einmal drei Gegengifte oder so kaufen. Weil das halt langsam echt aufregt, dass die ganze Zeit meine Pokémon vergiftet sind. Das ist echt nervig. Aber gut. Ja, das mit Relaxo ist jetzt Pech, aber ich hatte halt, ich habe echt gedacht, okay, wir schaffen das noch, einen Doppelkick durchzubringen, aber dann war es doch ein bisschen zu viel Damage. Ja, wie gesagt, wir haben ja noch eins oder zwei Relaxos, die wir versuchen können zu fangen. Wenn wir es jetzt nicht fangen, wird es auch nicht so gravierend schlimm für uns sein. Ich meine, das ist jetzt nicht so, dass ich dann ausrasten würde und sagen würde, fuck, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Deswegen ist alles chillig. Kaufen wir nochmal ein paar Supertränke.
Und der, das, ja, das Rest. Der Rest reicht. Ja, es wäre nur cool, einen Relaxo zu besitzen, so einfach auch wegen Pokédex und so. Aber, ja, ich bin jetzt nicht darauf aus, unbedingt jedes Pokémon gefangen zu haben und so, den ganzen Pokédex zu vervollständigen und so weiter. Wisst ihr Bescheid, ne? Habe ich auch schon öfter gesagt. Es wäre halt, ja, eine nette Sache. Aber was nicht sein soll, soll nicht sein. So, hier in dem Haus kriegen wir die Superangel. Hey, mein Bruder ist der Profiangler. Ich liebe den Angelsport. Möchtest du auch angeln? Ja, klasse, du bist ein bisschen sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Oh yeah. Die Superangel. Angeln ist nicht nur ein Sport, es ist eine Kunst. Nun ziehe los, um den großen Fang zu landen. Ich habe eine Bitte. Fängst du mit dieser Angel ein großes Carpador, möchte ich es sehen. Meine Liebe zum Angeln steht meiner Liebe für große Carpador nichts. Ist nichts. Was? Okay. Hey, hey. Hey. Elektrizität ist meine Stärke. Oh nee. Oh nee. Müssen wir eigentlich auf Nidoking wechseln, ne? Voltoball. Versuchen wir es mit... Komm, wir versuchen es mit Nebulak. Kreideschrei. Könnte aber... Ja, doch, Nebulak macht ganz guten Damage. Kreideschrei, oh. Ich glaube, der kann auch... Vielleicht hat er gar keine andere Attacke, die er einsetzen kann. Außer Kreideschrei. Das kann natürlich auch sein. Haha. Nebulak, ey. Aber göttlich. Einfach göttlich. Nebulak ist halt... Ah, schön. Geist ist halt super. Ich liebe Geist-Pokémon. Geist-Pokémon sind richtig nice Pokémon. Nebulak Level 23. Leute, noch zwei Level, dann ist Nebulak Level 25 und entwickelt sich zu einem lieben, tollen Apollo. Alpollo. Nachtnebel. Hör doch auf mit eurem Kreideschrei. Oder kannst du auch keine andere Attacke? Elektroball. Kannst du auch nur Nachtnebel? Was? Nur normale Attacken? Scheint so. Ach, Mann. Alles klar. Alles klar. Das ist schönes Training für Nebulak. Das dürfte ihm vielleicht auch ein Level abgeben. Funkensprung. Okay, er kann nicht nur. Oh! Alter! Jetzt haben wir Glück und er setzt Kreideschrei ein. Funkensprung, scheiße. Okay. Das heißt, wir werden wechseln. Wir werden wechseln auf... Wer könnte das Level gut vertragen? Komm, Nidoking. Nidoking kann es vertragen. Schade. Hätten wir Elektroball mit Nebulak besiegt, dann hätte Nebulak safe ein Level abbekommen, schätze ich. Ich schätze schon. Komm, Hornattacke. Doch, Elektroball Level 29? Könnte schon gute Erfahrungspunkte geben. Es hätte ihm fast 1000 Erfahrungspunkte gegeben. Ah, Mann. Stromkreis unterbrochen. Wir haben keinen Paraheiler oder so, ne? Hier. Ein Supertrank für Nebulak. Ne, kein Paraheiler. Ja, dann ist das so. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Hallo, du Trainer. Besitzt du einen Mondstein? Nein, den habe ich schon für Nidorino eingesetzt, damit es sich zu einem Nidoking entwickelt. Nidoran männlich. Okay, deswegen brauchst du also Mondstein. Okay. Wieso hast du deinen Nidoran noch nicht zu einem Nidorino entwickeln lassen? Das frage ich mich gerade, Buddy. Aber gut, dann ist das so. Ist dein Pech. Kriegst du die Stärke von einem Nidorino oder Nidoking halt nicht zu sehen. Beziehungsweise zu sehen vielleicht schon, wenn du gegen eins kämpfst, aber du weißt niemals, wie es sich anfühlt. Denn du hast keins. Ja, wahrscheinlich auch noch Nidoran weiblich, ne? Oder Nidorino, das kann auch sein. Das kann natürlich auch sein. Nidorino. Alles klar, wir wechseln aber gleich... Nebulaks Nachtnebel ist langsam ein bisschen am Arsch. Wir setzen auf Nidoking und würde ich sagen, einfach ein Schaufler und das Nidorino dürfte besiegt sein. Wer? Er ist nicht vergiftet, okay, Schaufler.
Schieß, Nino Rino. Hier immer noch Giftstachel, AD. Zack. Schöner One-Shot. Oh, Nidoking ist halt so stark. Es ist so gut. Nebula Level 24, Leute. Aua. Ach, tut mir leid, Lawrence. Lawrence. So, wir hier ein Eisen. Okay. Ja, die ganzen Sachen werde ich mir aufheben. Bis kurz vor der Liga. Und dann werden wir die ganzen Sachen einsetzen. Man weiß nie, was der nächste Fang sein wird. Ja, stimmt. So, was hat er denn so an Pokémon? Zwei Pokémon, Karpadors. Wow. Warum hast du noch keinen Garados? Was ist denn mit dir? Ist Karpador Normalwasser oder nur Wasser? Nur Wasser, okay. Es dürfte ein leichtes Spiel für Nebulak sein. Ui, ja. Ich sollte gleich mal drauf gucken, wie viel AP Nachtnebel noch hat. Schön. Sehr schön, Nebulak. 102 Erfahrungspunkte, wow. Ne, das lohnt sich nicht. Für Nebulak, da verschwende ich nur AP mit, komm. Shigi, Shilok, meine ich. Mann. Ist hier mal mit. Hey, wie sag ich immer Shigi? Warum? Ich glaube, das werde ich mir auch nie abgewöhnen. Das war netter Damage, Shilok. Tja, verloren. Ja, weißt du, woher das kommt? Dass du ein Karpador hast. Und kein Garados, obwohl es schon längst ein Garados sein könnte. So, was haben wir hier? Haben wir hier nur einen Fleck oder ist hier auch nur ein Item? Hier ist nur ein Fleck, okay. Könnt nach Pokémon suchen, aber nö. Keine Lust. Keine Lust. Ja, den Kampf kriegen wir safe noch hin. Ich habe in einer Höhle Carbon gefunden. Schenkst du es mir? Please? Goldini. Ja, komm. 28, wir wechseln auf... Wen wechseln wir? Wechseln einfach auf Nidoking, komm. Bisschen Nidoking-Training. Nebulak soll nur die Erfahrungspunkte bekommen. Super, Alter. Muss das sein? Muss das sein? Das ist echt ätzend. Natürlich verletzt es sich selbst. Komm, jetzt aber, bitte. Nidoking, enttäusch mich nicht. Please, Alter. Das ist nicht dein Ernst. Wow, das war kein Damage, Alter. Ich habe ein bisschen mehr Damage von Dreschflegel erwartet. Aber okay. Was? Kein One-Shot? Das wundert mich. Es wundert mich ein bisschen. Sehr. So, Hornattacke. Bam. Sehr schön. Goldini besiegt. Ein Quapsel als nächstes. Okay. Ja, hier. Komm, Nebulak. Wir müssen nur bei Nidoking aufpassen. Ich glaube, ich wechsle mal nicht auf Nidoking, sondern auf Shilok, weil Shilok auch bald ein Level-Up hat. Deswegen auch noch. Und weil Nidoking halt ein wenig low vom Level her ist. Und Quapsel macht halt gern mal so eine Aquaknarre oder so. Ja. Habe ich es gesagt? Oder habe ich es gesagt? Ich habe es gesagt. Mega-Hieb. Alter. Zum Glück nicht hypnotisiert. Oh! Nein, komm schon! Nur an. Warum? Das ist. Mann. Das ist echt unfair. Fast, weißt du? Ein KP hat Quapsel noch. Und die Hypnose kommt durch. Die Hypnose kommt durch. Das ist echt unlucky. Aber okay. Können wir mitleben? Wieso ist das Quapsel eigentlich schneller als Shilok, Alter? Das wundert mich gerade ein bisschen. Das ist echt heftig. Komm. Warum wachst du denn nicht auf, Shilok? Der Kampf zieht sich in die Länge. Aber sehr. Danke. Endlich aufgewacht. So, Shilok könnte? Nee, ich glaube nicht. Nee. Ein Seepair. Okay. Wir so ein Trainer nicht schon mal? Goldini, du hast du ein Seepair? Hatten wir doch schon mal letzten Part, oder nicht? Ah. Kirsten. Wir hätten auch auf Shilok bleiben können, oder?
Ich weiß nicht. So, wir setzen mal. Komm, hier, Ach komm, weiter Shylock. Weiter Shylock. Shylock soll sein Level-Up bald mal bekommen. Das wäre schon ganz nett. Mega Heap. Rin. Silberblick. Warum ist denn sogar Sepia schneller? Hat Shylock so eine niedrige Initiative? Alter. Oder haben die einfach nur so eine hohe? Das kann natürlich auch sein. Aber das wundert mich gerade echt, ey. Das ist so, dass Shylock so langsam ist. So. Irgendwie. Ja. Fast, Shylock ist ein Level-Up. Ich habe es vermasselt. Ja, hast du. Hast du. Gibst du mir dein Carbon? Mit dem Carbon habe ich die Initiative meiner... Ja, okay. Ja, das könnte vielleicht ein Grund sein, warum die schneller waren. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.